Hallo allerseits. Heute gibt es wie versprochen den Kit-Review für den Mercedes-Benz G4 von Revell in 1:35. Im Grunde genommen ist es nur ein neu verpackter ICM-Kit und ja, allerdings für wesentlich weniger Geld erhältlich. Der Bausatz von Revell kostet so um die 20 Euro, der von ICM eher 28 bis 30 Euro. Ich wollte mir ja schon vor längerem den Bausatz holen von ICM und ja, es hat sich leider nie ergeben. Ich hatte immer andere Projekte, die irgendwie Priorität hatten, aber nachdem ich das wunderschöne Modell von unserem Mit-YouTuber QDC gesehen habe, konnte ich einfach nicht anders und musste mir jetzt den auch zulegen. Und wenn es dann auch noch günstige gibt, für ja, fast 10 Euro weniger, da kann man jetzt wirklich nichts sagen. Also schauen wir mal rein in die Schachtel. So, hier der Bauplan. Auffällig ist, dass hier Mercedes-Benz nicht erwähnt wird. Ich denke, das hat ja, Copyright-Gründe. Bauplan wie immer, eine kleine Geschichte zum Fahrzeug. So als Einleitung, Sicherheitshinweise, Zeichenerklärung, Farbtabelle, bezieht sich nur auf Revell-Farben. Und hier ein Diagramm mit allen enthaltenen Gießästen. Dann geht's los mit dem Zusammenbau. Startet mit dem Motorblock. Ja, hier sieht's, die Details sind da wirklich sehr schön. Es wird fast eine Schande sein, den unter einer Motorhaube zu verstecken. Mit dem Fahrzeugrahmen. Was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass alles sehr deutlich markiert ist, wo die Teile zu platzieren sind. Ich weiß jetzt nicht, wie das beim ICM-Kit genau war, aber die hatten ja eigentlich auch einen guten Plan, soweit ich das weiß. Aber ich finde, Revell hat eigentlich in der Regel recht gute Bauanleitungen. Ja, hier die Hinterachsen. Ihr seht, sehr aufwendig zum Bauen. Hier wird auch immer wieder darauf hingewiesen, das eine Zeit trocknen zu lassen, bevor man weiterarbeitet. Das glaube ich gern. Sonst verrutscht wieder alles. Ja. Sehr klar arrangiert alles. Ja, eine sehr gute Bauanleitung, wie man es von Revell gewöhnt ist. Ja, die Innenraumdetails überzeugen auch, soweit ich das hier sehen kann. Ja, die ganzen Griffe und Kurbeln und weiß ich was. Sicherlich recht mühsam zusammenzubauen, aber das Endergebnis wird einen sicherlich belohnen. Hier eine Variante mit offener und geschlossener Motorhaube. Sicherlich eine Option, die man in Betracht ziehen sollte. Hier wird dann Chassis und Karosserie verheiratet. Ja, hier die letzten Innenraumdetails. Es gibt drei Bemalungs- und Markierungsvarianten. Die erste, ja, es wird nicht näher definiert. Stabsfahrzeug von dem Feldmarschall. Laut Farbtabelle ist das Fahrzeug sandgelb, zumindest die Karosserie hier. Ich vermute mal, das wird ein Fahrzeug von Rommel sein, aber ich weiß jetzt auch nicht Näheres, nur mal so ein Tipp ins Blaue. Dann Stabsfahrzeug vom Feldmarschall der Luftwaffe. Weiß jetzt auch nicht genau, was darunter zu verstehen ist. Vielleicht ja, Kesselring oder Göring, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es einen ziemlich schönen Wimpel hier vorne. Und dann Stabsfahrzeug des Oberkommandierenden der Wehrmacht. Ja, das ist alles recht vage gehalten, keine Ahnung, wer das sein soll.
Man könnte jetzt vielleicht an Hitler denken, der war ja eigentlich auch Oberkommandierender ab 41. Vielleicht ist das gemeint. Vielleicht auch nicht. Die Abziehbilder sind rebelltypisch, also hervorragend. Da gibt es wirklich überhaupt nichts dran auszusetzen. Ihr seht hier an den Wimpeln sind die Hakenkreuze nicht vorhanden, das ist einfach zensiert. Vor allem eben in Deutschland ist das relevant. Soll mich jetzt nicht weiter stören. Ich weiß, dass viele sich beschwert haben bei meinem Mercedes-Benz 770K, dass die Hakenkreuze fehlen. Mir ist das vollkommen wurscht. Ich könnte es jetzt mit dem Stabilo-Stift selber reinkritzeln oder ich ganz weglassen. Oder das Abziehbild so verwenden, wie es ist. Also, es ist halt einfach immer so eine Sache, die ein bisschen heikel ist. Mir persönlich ist es wurscht, wenn da irgendwo ein Hakenkreuz zu sehen ist, aber anderen Leuten geht es da eben nicht so. Hier der erste Gießast mit den Rädern, Achsenaufhängungen und so weiter. Ihr seht, alles sehr filigran. Und kein Flash in Sicht. Außer vielleicht hier am Gitter, aber das ist egal, solange es nicht an den Teilen ist. Ja, die Blattfedern. Auch schöne Details. Sehr üblich. Aber wenn man nicht mehr so viel sieht davon später. Ja, hier Teile vom Chassis und Innenraum. Ja, also die Griffe sind schon sehr klein. Also das Modell ist sicherlich nichts für Anfänger. So viel steht mal fest. Schöner Mercedes-Motor. Das ist das Deck. Sieht auch ganz anständig aus. Faltenwurf könnte vielleicht ein bisschen besser sein, aber ich finde, es ist noch ganz okay. Ja, hier geht es auch sehr filigran zu. Muss ja auch sehr vorsichtig sein, wenn man die Teile abtrennt vom Gießast, dass sie nicht zerbrechen oder davonfliegen. Bin mir sicher, die findet man nämlich, wenn die mal auf dem Boden gelandet sind. Ja, sehr schön. Ja, und hier die ganzen Karosserieteile. Ja, sehr schön, die ganzen Scharniere. Der Motorhaube, der Kühlergrill. Auch recht hübsch, kann man sicher auch verbessern mit Foto-Ads teilen. Aber out of box sieht es auch schon sehr fein aus, bin ich mir sicher. Ja, da muss man höllisch aufpassen, wenn man das abtrennen will. Kann leicht was zu Bruch gehen oder auch unschöne Stellen ergeben. Das habe ich damals bei meinem anderen Mercedes bemerkt. Hier die Glassichtteile, schlierenfrei, kein Flash, vorbildlich. Wie ihr gesehen habt, der Bausatz ist wirklich tadellos, sehr filigran, sehr komplex, also nicht ganz einfach zusammenzubauen, braucht man viel Geduld und man muss auch stets wachsam sein, dass die Teile auch richtig platziert sind, um möglichst wenig Spachtelmasse später verwenden zu müssen. Was natürlich bei so einem Automodell sehr schlecht sein kann, weil man das einfach sehr leicht sieht bei einem Glanzlack und so weiter. Man kann ja nichts mehr verstecken mit Schlamm und Pigmenten wie bei einem Panzer. Also sicherlich eine große Herausforderung für mich, den zu bauen, und da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, euch hat der Kit Review wieder mal gefallen und ich habe Primitive Modeling versprochen in nächster Zeit.
noch ein paar andere Revell-Bausätze vorzustellen. Und das nächste Mal werdet ihr die schwedische Vasa sehen. Also, man sieht sich im nächsten Video und frohes Basteln. Euer Amika Barkas.